Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Profit. Yeah. Ich habe jetzt mal ein bisschen offline eigentlich mal gesucht nach einem Drachengehege-Verwalter. Der soll ja eigentlich hier stehen. Irgendwie ist bei mir entweder ein Bug oder der steht eigentlich da grundsätzlich nie. Weiß ich nicht. Aber im Unterwelthafen ist noch einer und da würde ich jetzt zu gerne mal hin. Und das wollen wir mal in Anspruch nehmen, dass wir zum Unterwelthafen uns transportieren lassen. Und da gucken, ob wir da ein Drachengehege-Verwalter finden, um das Ganze mal zu gucken, wie das mit dem Training eigentlich abläuft. Ich meine, Feldtraining kann man, aber irgendwie kann man noch Drachen auf Rohstoffsuche schicken und so weiter. Und da bin ich gerade mal ein bisschen ratelos. Und da gucken wir jetzt mal, was wir so, ob wir da irgendwas finden. Wo ist denn der hier? Irgendwo muss er doch hier. Ich glaube, ich. So, irgendwo links ist er. Links da drin oder was? Das ist ein Pupsi. Auch nicht. Auch nicht. Warte, warte, hier, da. Da, irgendwo hier. Gehegeverwalter, hier. Nimm mal den doch. Trainingseffekte und Drachen zum Drachennest. So. Hier klicken, um Vorgänge für diesen Drachen zu starten. Ah, da haben wir es. Vorgänge. Neuer Vorgang. Ah, siehst du, so geht das. Ja? Da haben wir nämlich, wähl zunächst eine Aufgabe aus, dann passt die Details und Zeit an. Okay. Hier kann man nämlich Skill-Ausbildung, Spezialvorgang, Erze sammeln, Kräuter sammeln, Holz sammeln, Leder und so weiter und so weiter. Man kann halt ein bisschen was sammeln lassen von den Drachen und oder halt ein Skill-Training machen. Und dann hätten wir, was haben wir hier noch? Ah, hier kann man sogar noch sagen, was der alles lernen soll. Feldtraining, das kennen wir noch aus der letzten Folge. Dann Drachennestlager, das ist das, was wir alles haben. Also was gesammelt wurde, beziehungsweise was wir bekommen haben. Drachennest-Journal, ja, ist klar. Ist auch klar. Evolutionsskill, okay, da ist anscheinend noch nichts. So. Ich hätte gerne mal den Drachen im Drachennest. Das kostet so viel Kohle, das ist unfassbar. So. Ich möchte gerne bei dem hier. Spezialvorgang. Wenn man wüsste, was ein Spezialvorgang ist, aber ist egal. Wir machen hier. Ja, ich weiß, wenn darauf klicken, hier ist klar. Willensfokus, Wiederbelebung. Willensfokus. Drachenbeschwörung verstärkt 5 beim Drachenfokus plus 3, okay. Wiederbelebung. Entfesselt die Kraft der Natur, regeneriert die HP des Drachen oder des Meisters um 648 Punkte. Ist jetzt nicht atemberaubend. Das ist der Schmetterlingsschwung. Führt einen wegfegenden Angriff aus. Verursacht 304 Punkte physischen Schaden bei Zielen in Reichweite mit zusätzlichen Rüstung. Durchschlagseffekt, der die physische Abwehr minus 3% des Ziels verringert, hält 8 Sekunden lang an. Das ist, ja. Und hier kann man halt dementsprechend gucken, wenn man genug Diamanten hätte, die ich nicht habe. Also 5 Stunden mit 750 Gold. Hm? Nett. Da kriegt man hier 2000, plus 2000. 800 brauchen wir anscheinend. Sind wir ein bisschen höher. Ne?
Oder man lässt halt hier so Kräuter sammeln, Leder sammeln und so weiter, kriegt man halt auch immer Erfahrungspunkte und so weiter und so weiter. Ich bin aber für den Schmetterschwung und bei 5 Stunden und das fügen wir jetzt mal hinzu. Vorgang hinzugefügt. Und der kriegt Spezialvorgang. Drachentraining 2, Levelgrenze. Kostet mich 2800. Nehme ich aber sehr gerne. Und füge das auch hinzu. Und dann sind die beiden erstmal aktiv. Und die können dann... Und in 5 Stunden können wir die dann wieder abholen. In der Hoffnung, dass wir dann ein bisschen bessere Drachen haben. Und das machen wir dann jetzt öfters. Dementsprechend kriegen wir dann ein paar geilere Move-Skills gedünst dazu. Freut mich schon ein bisschen drauf. Mal gucken, wie weit wir da kommen. So, und jetzt suche ich eigentlich meinen Briefkasten. Weil ich werde in jeder Folge, beziehungsweise einmal in der Woche, in den Briefkasten reingucken. Ich jetzt wüsste, wo hier einer ist. Irgendwo links. Irgendwo links. Ach, da oben. Ah, ich weiß noch. Ich weiß ja jetzt, wo... Hoppla, hoppla, hoppla. War der nicht hier? Habe ich gerade gesagt, ich weiß wo? Ne, ich weiß anscheinend nicht mehr wo. Verdammt, der war... Ach, hier hinten war der. Ach, du Scheiße. Naja, komm, die Richtung war ja korrekt. Auch wenn ich auf der Karte vorher nachgeguckt habe. Aber ist auch leer. Schade. Kann man nichts machen. So, wir müssten theoretisch mal wieder ein bisschen was verkaufen. Sammel 200 Mal skurrile Essenz, um einen Skurril-Kristall zu erhalten. Dies kann gegen Ladesausrüstung getauscht werden. Aha. Nicht genügend Items, also okay. Haustier-Rucksack, Splitter-Rucksack, Marktplatz-Rucksack, alter Falter, der ist auch wieder Redfall. Aber auch nichts Weltbewegendes dabei. Schade eigentlich. Was war denn das hier eigentlich? Rücksetzpulver. Okay, 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 okay. Ich hab verstanden. So, dann gucken wir unsere... Die ist voll. Juhu. Habe ich eigentlich eine neue? Bevor ich die jetzt hier... eigentlich ist es auch egal. Aber es wäre irgendwie schon... Dämonenflöte, das ist ja okay. Einfacher Stärkungskristall. Drachenzimtrank? Nein. Ich wollte einfacher Stärkungskristall. Super. Dämonenkristall? Nein. Habe ich doch hier. Genau. Ja, dann benutzt die doch, du Arsch. So. Und der dafür rein. So. Jetzt müsste ich... XP-Sammelkristall. Mit dem Verbrauch dieses Items erhaltet ihr einmalig 50.000 Erfahrungspunkte. Und voilà. Wir haben Level 36 erreicht. Waren wir 35? Oder waren wir 34? Surreal. Wir haben jetzt zumindest schon mal Level 36. Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd. Das finde ich so awesome gerade. Und wir können wieder 50.000 sammeln. Damit wir
dementsprechend dann wieder Level umschenkeln. Dieses Item kann am Altar im Drachenheiligtum verwendet werden, um die Bossbeschwörung für den jeweiligen Tag. Achso, das war der Scheiß. Wenn das Item aktiv ist, wird jedes Haustier Belohnung für euch sammeln. Das Aufsammeln von Belohnungen wird nicht funktionieren, wenn der Rucksack voll oder die Entfernung zu groß ist. Hä? 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 Versteht man. Muss man jetzt nicht verstehen. Ich glaube, man muss es nicht verstehen. So. Und dann gucken wir mal, was wir hier so alles... So, wir haben wieder einen Punkt. Wir haben hier unsere geilen Skills, die wir hier skillen können. Dornfalle, Drachenatem und so weiter. Blitzexplosion. Was haben wir hier oben? Explosion. Achso, das ist der Drachenatem. Aber ich meinte, ich wollte einen. Wo ist der denn? Ach, hier. Die Greifenhake. Okay. Yeah. Drachenernährung. Greifenhake. Was verbessern? Nee, ich würde die Greifenhake verbessern. Das klingt awesome. So. Dann haben wir das. Und dann können wir nämlich hier. Wie sieht's aus? Wildheit ist auf 90, das sieht gut aus. Fokus auf 201, das sieht auch gut aus. Dann würde ich sagen, wir machen mal ein bisschen, wir machen mal 2 Punkte auf Stärke. Und Levelaufstieg sowie Boni-Aufrüstung erhöhen bei diesem Attribut allgemeinen kritischen Treffer. Die Stärke, kritische Treffer, Treffer, Wissensstand, magischen Schaden, manuell vergebende, bla bla bla. Genau, machen wir noch Wildheit plus 1. Alter, der gibt ja auch so richtig viel Stärke. Mal gucken, wie viel wird... Nee, dann kriegen wir zu wenig. Gut, dann gehen wir, hier auf 2, hier auf 1 und dann passt das. So. Jetzt sind wir wieder ein bisschen stärker. Nur für physische Schaden sind wir jetzt ein bisschen stärker. Und da wir Level 36 sind, müssten wir doch jetzt eigentlich beim Waffenhändler... Bogen kaufen können. Ja, irgendwo hier hinten ist der. Das ist der nicht. Das müsste der sein. Auch nicht. Verdammt. Verdammt. Der auch nicht, der auch nicht. Okay. Bin auch in der falschen Richtung. Fällt gerade so. Irgendwann musste doch hier mal auf der Karte erscheinen. Wenn man in die richtige Richtung läuft, ja. Jetzt erscheint er auf der Karte. Aber der ist nicht im Haus, sondern der ist hier irgendwo dahinter im Haus. Ach, hier ist nur die Werkbank. Ja, kennen wir uns. Blablabla. Wo ist denn hier der Waffenhändler? Auktionsverwalter, super. Ich will aber einen Waffenhändler haben. Na super, hier gibt's wieder keinen Waffenhändler, oder was? Och. Geh mir nicht auf das. Der Waffenhändler hat... Das muss ich gerade mal selber nachgucken. Das ist Auktionsverwalter. Amboss. Schreinertisch. Da, die rote Axt. Waffenladen. Jetzt muss ich gerade selber gucken, wo der Waffenladen... was der Waffenladen hat. Ohne Scheiße. Unterwelthafen hat keinen Waffenladen. Was ist denn das für ein Müll? Hier hinten ist ein Waffenladen, den sehe ich. Hier oben ist alles... Das Blöde ist, dass alles so auf dem Haufen ist. Um dann mal was zu sehen, muss man alles wegmachen, einzeln.
Erbsen. Oder wir machen einfach die Symbolgröße kleiner. Dann müsste man auch mehr sehen, aber Waffenladen sehe ich trotzdem nicht. Den geben fliegen wir hier nach Gulag. Oh, Entschuldigung. Dann fliegen wir hier nach Gulag und dann ist alles chicky. Ja, finde ich klasse. Finde ich klasse, ne? So. Fliege ich mit meinem ein. Was willst du mir denn jetzt hier sagen? Drachenenergieskills. Heiliges Licht. Der Segen des legendären Drachen Logard erhöht beim Spieler magische Abwehr 50 Punkte. Außerdem bewirkt er beim Spieler den aktiven Drachen und Gruppenmitgliedern in Reichweite eine Erhöhung von. Achso. Vorahnung. Wenn diese Fähigkeit aktiviert ist, reduziert sie den Schaden. Achso, das ist der Scheiß. Wirbelstrudel. Der Charakter und der aktive Drache werden von einem Wirbelstrudel aus Wind für 7 Sekunden umgeben. Diese Fähigkeit verursacht 800 Punkte Schaden. Bei allen Zielen in Reichweite. Wenn kein Drache beschworen ist, zählt nur der Schaden des Spielers. Hm, kann ich hier den Lohn? Gucken wir mal, wie der. Oh, das ist ja der Hammer. So. Gucken wir uns irgendwann mal an. Und ich überlege jetzt, fliege ich da per Drache hin oder kann ich Transport nehmen? Erzählt mal was. Kann ich einen Transport nehmen? Gibt es da überhaupt einen Transportmeister? Naja, wir müssen eh an Transportmeister vorbei, also können wir da auch langlaufen und dann gucken wir mal, ob wir da einen Transportmeister finden. Dies wäre doch awesome. Ob wir da überhaupt einen Transportpunkt haben, dass wir da hinfliegen können. Ansonsten müssen wir uns einen Drachen schnappen und dahin fliegen. So. Wir sind gleich beim Transportmeister. Wenn ich wüsste, wo der ist. Jetzt flappen gerade hier die Frames runter. Transported Meister. Transportzentrum Anleitung, Ortswechselpunkt registriert hier. Nebelfestung. Super. Ich will eigentlich nur dahin. Da. Und da habe ich nichts. Warum nicht? Schau den um. Huch! Wo lang geht's denn hier? Ach, hier lang. Folgen wir einfach den Weg nur über der Luft. Der Luft. Der Luft, 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 der Luft. Ja, ja, ja. Ja, ich nehme heute mal auf einen anderen Tag auf. Normal nehme ich immer auf den Sonntag. Vormittags auf, ne? So in dem Dreh. Heute mal auf dem Samstagabend. Weil ich morgen was anderes vorhab. Meine Schwester hatte Geburtstag und die feiert. Und da weiß ich nicht, wie lange das Ganze geht. Und damit wir trotzdem unseren Spaß haben, dachte ich, nimmst du heute mal auf. Da passt es auch. Da war. Dementsprechend sitze ich jetzt hier und nehme für euch oder mit euch den Öff. Ne? So. Wisst ihr Bescheid, was ich hier so. Wieso, weshalb ich hier so dämlich rumlaufe? Ne? So. Waffenhändler, da ist er. Waffenhändlerladen. Schussklinge von Himmelshammer. Meinen Bogen hätte ich schon mit 35 kriegen können, fällt mir gerade auf. Achso, den habe ich ja auch schon. Den habe ich noch nicht.
Grauhorn-Langbogen. Und denselben habe ich da auch. Aber physischen Schaden ist meiner weniger als der. Der hat einen physischen Schaden von 631 bis 643. Ich habe von 567 bis 694. Haltbarkeit 66 von 72. Ja, das bringt mir nicht viel. Das bringt mir echt nicht viel. Verdammt! Sind wir extra hier hingeflogen? Und siehe da, es hat keinen Sinn. Ausgerüstete Items. Reparatur. Drrr. So, wieder repariert ist. Sehr schön. Das ist ein Träumchen. So. Jetzt, ja. Das ist jetzt die Frage. So. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine kleine Päuschen und wir sehen uns dann gleich. Ja, Hallöchen auf der Endcard von The Dragon's Prophet von mir, dem Schröti. Heute haben wir mal wieder nicht viel gemacht. Wir waren beim Gehegeverwalter, haben unsere Drachen zum Skilltraining freigelassen sozusagen. 5 Stunden dauerte das. Mal gucken, was dabei rauskommt. Dann haben wir noch... Jetzt muss ich selber gerade überlegen. Dann sind wir zum Waffenhändler. Genau. Nee, dann haben wir uns hier unsere XP-Kugel eingeflößt. Ja, jetzt sind wir Level 36 und wollten zum Waffenhändler, weil ich war der Meinung, dass der Bogen erst ab Level 36 ist. Aber der ist ab 35. Ist egal. Den Bogen hatten wir schon, also haben wir den nicht gekauft. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was wir hier demnächst machen. Und ich denke mal, wir machen demnächst wieder fett krasse Sache. Wir gucken mal. Dementsprechend, Mann, ich komme heute immer gegen das Mikrofon, das ist echt anstrengend. Ja, dementsprechend mal gucken. Wir sehen uns erst bei der nächsten Folge. Bis dahin, euer Schröti. Ciao!